strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen feierte das Oldtimer-Meeting in Baden-Baden sein 40. Jubiläum. Rund 350 Fahrzeuge verschiedenster Epochen und Marken sammelten sich im Kurpark vor dem Casino und entlang der Baumalleen. Am Freitag wurden die Teilnehmer mit ihren automobilen Schmuckstücken bereits an der Rampe von Veranstalter Marc Köhler begrüßt, dessen Vater 1976 diesen Event ins Leben rief. Unter den Reihen aufgestellter Fahrzeuge fanden sich echte Raritäten wie Roma, Rocher Schneider, Peugeot Dalmar, Simpson, Berlier oder Philos. Echte Konkursfahrzeuge reihten sich vor dem Spielcasino aneinander. Darunter ein formschönes Delahaye Cabriolet und gleich ein ganzes Sonderfeld von beeindruckenden Erdmann- und Rossi-karosserierten Modellen aus der Sammlung von Saulius Carosas. Immer wieder fuhren die dampfbetriebenen Stanley Steamer Modelle entlang der Baumalleen und zogen die Blicke der Besucher auf sich. Eine Besonderheit in Baden-Baden sind die üppigen Blumenarrangements auf den ausgestellten Fahrzeugen. Manch ein Besitzer gab sich beim Verzieren des geliebten Fahrzeugs besonders viel Mühe. Auf den grünen Wiesen war Picknick angesagt. So konnte man die super heißen Tage dennoch entspannt überstehen. Hauptsponsor dieses Jahres war Volkswagen. Dies hatte einen Grund, denn Volkswagen feierte dieses Jahr das 40. Jubiläum des Volkswagen Golf GTI. Rund 40 GTI-Modelle waren entlang der Kolonnaden aufgestellt. Vor der Trinkhalle präsentierte Volkswagen Classic seine schönsten Klassiker. Besitzer von historischen Volkswagen-Fahrzeugen durften sich rund um die Präsentation platzieren. Darunter ein absolut original erhaltener Feuerwerkkäfer aus Baden-Baden und zwei extrem seltene Rommitsch-Karosserien auf Käferbasis. Am Abend fand jeweils das Lichterfest statt. Gastgeber Volkswagen sorgte für die entsprechende Atmosphäre.